Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind in der Profiliga Gruppe 1, Cup Rennen Nummer 3, Fuji Speedway. Und wir schauen mal. Ich werde den Audi wieder nehmen, weil ich finde, der lag sehr, sehr gut. Mal kurz das Setup überprüfen. Ja, ist alles so, wie ich es beim letzten Rennen eingestellt hatte. Lief das Fahrzeug sehr, sehr gut. Also. So, 10 Runden Fuji Speedway und die Party kann losgehen. Erstmal vorsichtig, die Reifen sind kalt, Bremsen sind kalt. Sauberen Rhythmus finden ist ja nicht immer ganz einfach. Gerade bei der Strecke, die fahre ich nicht wirklich oft, obwohl es eine schöne Strecke ist. Ah, super Überholmanöver. Auch eine ganz heikle Stelle, die letzte rechts vor Startziel. Mann. Tendiert dazu, viel zu früh aufs Gas zu gehen, dreht sich natürlich sofort weg. Ja, hier muss man erstmal den richtigen Bremspunkt ausloten. Das geht auf jeden Fall schneller. Rechts muss man so ein bisschen mit dem Gas spielen, nicht voll auf dem Pin bleiben, immer schön dosieren, so wie die Karre gerade ausbricht. Ja, hier könnte man den Körper ein bisschen mehr mitnehmen, wie ich sehe. Ah. Alter, die gehen ab, ey. Wie die Feuerwehr, das ist der Wahnsinn. Meine Güte. Ach du Scheiße, das wäre fast schief gegangen. Aus so einem Dreher wieder unbeschadet rauszukommen, der extrem unwendigen Kiste, ist ja kein Spaß geworden. Ach, Kacke. Ja, ich weiß, ich weiß. Ihr seid die tolle KI, die keinem reinfahren will. Außer mir. Komm, geh weg mit deinem komischen Staubsauger. Das ist doch kein Auto, ey. Was habe ich als Saugroboter zu Hause? Ja,
Das hätte mit Sicherheit eine Durchfahrtsstrafe gegeben, wenn es hier so streng nach Reglement gehen würde. Alter, Vater, komm, die Kurve kriegst du. Ich merke, ich werde hier schon wieder zu vorsichtig. Ich baue dann mehr Scheiße als sonst was. Ja, ich glaube, viele von euch Vollprofis, sag ich jetzt mal, werden sich mit Sicherheit am Kopf packen. Was fährt der da eigentlich für eine Linie? Aber mir fällt es irgendwie schwierig. Also ich finde es schwierig, den richtigen Rhythmus zu finden. Ach, das ist auch ein Bremspunkt. Finde ich auch nicht so richtig. Hier habe ich versucht, im dritten Gang vielleicht durchzuhuschen, aber zu schnell. Ich sehe den Wagen nicht um die Kurve. Vielleicht, wenn man am Setup ein bisschen rumzaubert. Aber dafür war jetzt keine Zeit. Aber sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sehr schön. Da waren es nur noch drei. Mann. Das hat so ein bisschen was von Suzuka. Nicht ganz so flüssig. Boah, der geht ab, ey, wie die Rakete, Alter. Gib das mal an. Absolut faszinierend. Frag mich, wie ich da zu der schnellsten Runde gekommen bin. Das kann ja... Ja gut, Windschatten.
das war Brechstange. Das ist eigentlich nicht in Ordnung gewesen. Aber ist egal, er hat sich seine Platzierung ja wiedergeholt. Alle sind wieder happy. Oh, abgekürzt, Alter. Und kannst du wieder haben. Also so überhole ich auch nicht. Mein Gott, wie der abgeht. Der muss sein Getriebe ganz kurz haben. Ich komme jetzt auch relativ gut an ihn ran, ja. Jetzt müsste ich den noch mal so langsam wegschnupfen. Scheiße. Extrem gefährlich, ey, wie die Karre ausbricht. Schwarz. Ja, zu weit rausgekommen. So ein Mist. Spieler. Arschloch. Schön die Nerven behalten. Du musst keine Dummheit machen. Ja, passt doch. So, und jetzt bleib, wo der Pfeffer wächst. Oh, der abgeht. Komm. Fahr. Ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal, Alter. Dann geht ihm noch die Booster aus. Ja, ich hoffe, dass das jetzt mal war. Entschuldigt, ich bin ein bisschen heiser. Ja, ja, das war's auf jeden Fall. Was ein Dreck. Letzte Runde. Komm schon, die letzte Runde schaffen wir. Dann kommt schon wieder ein Torpedo, ey. Dann nehme ich mal ein bisschen Windschatten weg. Leck den Arsch. Die Karre hat Kraft, ey. Selbst im dritten Gang bricht dir der Arsch weg.
Kurve, die ist echt tricky hier. Das ist unglaublich, ey, dass man das noch halb versemmelt. Ja, aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin Erster. Noch mal eine beste Rundenzeit hingelegt. Sehr schön, freut mich. Gut, Leute, wenn euch das Rennen gefallen hat, Daumen hoch, ist immer cool. Bitte nicht vergessen. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte, so, ja, nicht nur Daumen runter, kommentiert es einfach mal. Und wenn ihr mir weiter folgen wollt, abonniert mich bitte gerne. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Rennen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.